Wir haben Dienstag, den 23.11.2021 und jetzt genau 14 Uhr. Ja, und damit willkommen zum neuen Vlog an diesem Tag. Ich sitze hier jetzt natürlich wieder mal, starte hier und sitze hier am Videoschneiden. Ist aber irgendwie üblich bei mir, jetzt mal, wenn ihr mich seht. Ich trinke auch noch dazu, also ich habe jetzt zwar noch mein Mineralwasser trinken, aber hier Römerkmille, Birne, Melisse diesmal und nicht Brombeerlimette, obwohl habe ich auch noch da. Also die sind einfach voll billig, die Dosen, und dann nehme ich immer 4 Dosen und normalerweise immer nur Brombeerlimette. Aber jetzt gibt es halt einen Birne, Melisse, das hat es letztes Mal eben noch nicht gegeben, und dann haben wir gedacht, was, dann nimmst du 3 und davon habe ich halt hier also 4. Und ich habe halt 2 Birne Melisse, 2 Brombeer Limette, weil mein Dad halt eine Dose wollte. Dann habe ich ihm aber 2 geschenkt, also eine von Brombeer Limette und eine Birne Melisse. Ich bin halt so immer gerade Zahlen, jeweils ungerade Zahlen. Und ja. Tut aber immer gut, wenn ich hier mal was anderes trinke, außer Brombeer Limette. Aber wenn es Brombeer Limette mein Lieblings ist, aber mal Abwechslung tut gut. Und ja, hier setze ich mich jetzt mal dran, damit das erledigt ist. Und ja. Dann kann ich mir wieder um andere Sachen kümmern und widmen. Ja, hetzigerweise waren die Kaninchen gestern relativ ruhig in der Nacht, obwohl ich die ganze Nacht den Fernseher eingehabt habe. Und ich das anfangs, seit ich sie habe, eigentlich schon lange nicht mehr daran habe, weil ich immer das Gefühl habe, das Licht vom Fernseher, ich habe mir jetzt eh relativ dunkel eingestellt. Das ist für sie ein Zeichen, hey, hier brennt nur Licht, hier darf ich wach sein. Aber eigentlich ist es irgendwie gar nicht so, also gestern zumindest war es überhaupt nicht so, weil die waren echt ruhig, also die haben nur vorher gegessen und so. Und dann irgendwann haben sie sich einfach hingelegt und haben geschlafen und waren ruhig und haben gechillt. Also die waren wirklich, also ich glaube, denen stört es nicht mal, denen tut es nichts. Deshalb, wir haben jetzt 17.30 Uhr, also 5:30 und ich esse hier extra was Brot, aber halt mit Wachauer Brot. Und zieh mir dabei irgendwas ein. So serienartiges. Aber auf Disney. Disney, habe ich gesagt. So mag ich das. So. Ich bin dann hier noch nicht fertig. Muss jetzt noch Musik auswählen. Und ich wollte eigentlich in dem Vlog, wollte ich eigentlich Szenen reintun, was ich noch gerade also habe von den Hasen und von der Katze. Allerdings hat das zeitlich nicht gepasst, weil dann wäre zu lang geworden. Also mache ich das jetzt einfach in dem Vlog. Und ja. während ich jetzt hier ist und am Video weitermache, wünsche ich euch mit der Szene viel Spaß. Und ja. Wir waren nämlich gerade einkaufen, mein Dad und ich. Und es hat echt hetzig, ich sag echt so selten Papa, sondern eher mehr Dad. Ja, keine Ahnung, ist halt so. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know,
falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down. Das hat sie vergessen, ich wollte eigentlich noch was sagen, genau. Es gibt ja so viele Kameras. Gerade verschluckt. Und ich habe auch schon so viele Kameras gesehen bei YouTuber und so, wo die meisten dann, also die halt Vlogs machen, so wie ich, die halt dann meistens oft sagen, bah ja, ich muss meinen zweiten Akku mitnehmen beim Filmen und so hin und her. Und ich habe einen Vorteil, ich brauche das nicht, weil man meine Kamera mit ein Kabel aufladen kann, und das Problem ist, ich kann euch das nicht sorgen. Das müsst ihr euch mit dem Handy filmen, weil bei meiner Kamera hängt es an der Kamera selber. Das ist so ein kleines Kabel, das man hier auf der Seite, weil meine ist ja so ein Camcorder, den man ja so haltet, so. Und da, wo das Bundle hier ums Gelenk umgeht, hier ist kein Stativ da, deswegen, da ist halt das kleine Kabel drin, und das ist das Ladekabel. Und wo ich die Neikrab habe, habe ich am Anfang echt gedacht, die haben das Ladekabel vergessen. Bis ich mal auf die schlaue Idee kam, bin das Kabel hier auszuziehen und dass das Ladekabel ist. Und so kann ich meinen Akku immer mit einem Stecker aufladen und einem Ladekabel und brauche nie Akku wechseln, was relativ fein ist, weil bei der GoPro habe ich halt zwei Akkus und muss die halt immer wieder aufladen und wechseln. Und so muss ich es bei der Kamera wenigstens nicht, und das ist halt mega fein. Wir haben es jetzt 7:30 und ja, jetzt im Hängesessel. Voll bequem, eigentlich voll chillig hier. Eigentlich kann ich meine Beine ausstrecken. So. Nur bequemer machen. Aber ja. Ich werde dann noch was Abendessen. Und habe jetzt hier alles erledigt, arbeitmäßig. Gott sei Dank. Und ja, das letzte Mal habe ich echt hier so gechillt und weiß ich nicht mehr geschaut. Das war voll witzig irgendwie. Weil so habe ich auch noch nie weiß ich nicht mehr geschaut. Aber ja, eigentlich ist er ja auf meiner Schwester, weil das war ja mal ihr Zimmer. Oder wenn ihr so voll an die Fiersverdun und nachher so relaxed, so kannst du erst sagen, dass die Roller meine Haxen tun gerade relaxen. Ja. Aber wieder jetzt echt relaxen. So, jupp. Wir haben heute Mittwoch, den 24. November. Und jetzt haben wir es 12.49 Uhr. Und bin gerade mit ihr draußen. Und zum ersten Mal wieder ein bisschen eine andere Runde als wie leider bei uns ums Haus. Weil ich mal schauen will. Oder das mache ich halt eigentlich selten. Ich will mal schauen, aber ich mache es selten, dass ich mit ihr so eine kleinere Runde gehe, aber immer ganz langsam und chillig. Und ach, ich wollte einen Hundesacken mitnehmen, egal. Gibt ja nur eins. Ja. Ich habe zwar nur eins mit. Und da haben wir auch noch ein paar, aber ja. Kann ja nicht schaden, wenn man wieder welche mitnimmt. Aber ja. Und ich bringe jetzt hier einen Mantel heute an, weil es kalt ist und sie ohne ist, die sehr schnell friert. Und jetzt wieder die Zeit, wo ihr dann anzieht. Ja. Traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes.
Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from. So, wir haben es jetzt 13:42 und ich spiele hier Keyboard mit meinem Sick und die Leonie liegt da drüben auf der Couch. Wir haben dann immer so eine kleine Couch und ja. Thank you.
Alexa, wie spät ist es? Es ist 23.18 Uhr. Okay. Ja, 23.18 Uhr, hab's gerade gehört. Ich esse jetzt hier Kartoffeln und als Nachspeise Schokofresh. Irgendwie, also mir schmecken die Dinger jetzt, ich weiß nicht, ich hab die noch nie gegessen. Und das letzte Mal habe ich halt gekostet und mir schmecken die ewig. Und es ist das letzte und ich habe kein einziges gehabt, außer beim Kosten. Und deshalb ist es meins. Ja. Und was ich dazu schaue, natürlich darf es nicht fehlen. Weihnachtsmann und Koka geht, darf natürlich nicht fehlen. Und das sind die heutigen Folgen, die schaue ich jetzt. Und unsere Nienchen haben auch schon genug gegessen, die chillen hier jetzt. Und damit die halt Ruhe, also jetzt langsam zur Ruhe kommen, schalte ich halt beim Essen das Licht hier auf meiner Seite aus. Also hier ist die Lampe, genau. Und lasse es auf der anderen Seite auf 1%, dann ist es so ganz leicht, damit die halt auch noch was sehen. Und dann kommen die eher zur Ruhe. Somit werde ich den Vlog beenden. Hoffe, euch hat er gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr den Vlog seht. Und ja.